Vielen herzlichen Dank für das schöne Musikstück zur Einstimmung der Predigt. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Schüler, liebe Studenten, ich freue mich, dass wir Sabbat haben und ich freue mich, dass ich heute auch zu euch sprechen darf. Die meisten von euch werden mich kennen, zumindest vom Sehen her, und trotzdem möchte ich ganz kurz den Moment nutzen, um mich noch einmal vorzustellen. Ihr habt gehört, mein Name ist Sebastian Reichert. Ich bin Theologiestudent und mittlerweile auch schon im vierten Jahr hier am Studieren. Das heißt, es ist jetzt auch mein letztes Jahr. Und ich möchte heute mit euch mir über etwas Gedanken machen, was mir auf dem Herzen liegt. Aber bevor ich damit anfange, habe ich eine Frage an euch. Ihr müsst mir diese Frage jetzt nicht beantworten. Geht sie für euch selbst durch. Und vielleicht geht sie auch immer wieder durch während der Predigt und ruft sie euch immer wieder ins Gedächtnis. Meine Frage an euch lautet: Wovor drückt ihr euch? Mit anderen Worten, für was findet ihr regelmäßig eine Ausrede, es nicht tun zu müssen? Ich möchte euch von etwas erzählen. Und einige von euch kennen die Geschichte schon, aber ich möchte sie trotzdem noch einmal erzählen. Es gab etwas in meinem Leben, bei dem habe ich über Jahre hinweg versucht, eine Ausrede zu finden. Es begann mit dem Zeitpunkt, ab dem ich wusste, ich werde Theologie studieren. Noch konkreter, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich wusste, ich werde in Bogenhofen Theologie studieren. Denn ich wusste, wenn ich in Bogenhofen Theologie studiere, dann ist Teil meiner Ausbildung auch, dass ich glaube, etwa 360 Stunden als Buchevangelist arbeiten muss. Und für mich war das immer etwas, wovor ich sehr viel Respekt hatte. Ich habe mir immer gedacht, ich bin dafür nicht geeignet. Ich kann das nicht. Und so kamen Gedanken in meinen Kopf, wie zum Beispiel, eigentlich ist das doch gar nicht mehr die Methode, mit der wir Menschen erreichen sollten. Das war vielleicht früher gut, heute nicht. Und so habe ich versucht, Wege zu finden, mit dieser Herausforderung umzugehen. Mein ursprünglicher Plan war, dass ich nur 2 Jahre in Bogenhofen studiere und die anderen 2 Jahre an einer anderen Hochschule abschließe. Das war unabhängig von der Buchevangelisation so. Aber es hatte natürlich den Vorteil, dass ich mir gedacht habe, naja, wenn ich nur 2 Jahre hier studiere, dann brauche ich dieses Praktikum nicht zu machen. Ihr wisst, dass ich im vierten Jahr hier studiere. Meine Pläne haben sich geändert. Ich erinnere mich aber auch noch gut an den Tag, es war die erste Aulastunde im zweiten Schuljahr, als die Verlautbarung kam, dass für alle Studenten, die nach Deutschland gehen später, dieses Praktikum nicht mehr verpflichtend ist. Und in dem Moment habe ich gedacht, wunderbar, alle meine Probleme haben sich gelöst. Aber ich hatte nicht lange Frieden mit diesem Gedanken. Relativ bald kam wieder so in mir dieser Gedanke hoch, ich sollte es trotzdem machen. Ich sollte es wenigstens einmal ausprobiert haben, um einen Eindruck zu gewinnen, wie das ist. Und nach längerem Hin und Her habe ich mich dann entschieden und habe mich tatsächlich für einige Zeit in der Schweiz als Buchevangelist angemeldet. Und ich hatte Frieden. Je näher jetzt aber der Sommer kam, an dem ich wusste, bald geht es in die Schweiz, desto größer wurde auch in mir wieder dieses Unbehagen, dieses Gefühl, dass ich das doch eigentlich gar nicht möchte. Und irgendwie war diese Versuchung wieder da, eine Ausrede zu finden. 3 Wochen bevor ich in die Schweiz fahren wollte, musste ich meine Anmeldeunterlagen ausfüllen. Und ich mache das alles. Und auf einmal fällt mein Blick auf meinen Personalausweis. Und ich sehe, mein Ausweis ist abgelaufen. Und ich dachte mir, mit einem abgelaufenen Ausweisdokument kann ich nicht in die Schweiz einreisen. Ich muss die BE absagen. Ich habe dem Verlagsleiter geschrieben, ich habe mich entschuldigt und ich habe gesagt, ich kann nicht an der BE teilnehmen, ich kann nicht mit einem ungültigen Ausweisdokument über Ländergrenzen hinwegreisen. Für mich war die Sache wieder geklärt. Ich glaube, es hat 1-2 Tage gedauert. Dann kam die Antwort von dem Verlagsleiter. Er hatte sich die Mühe gemacht, mit den Behörden in der Schweiz zu kommunizieren. Und die haben ihm versichert, dass der Ausweis noch nicht lange genug abgelaufen ist. Ich kann also ohne Probleme in die Schweiz einreisen. Und wieder stand ich da.
Ich habe mir noch einmal intensiv angeschaut, was Ellen White zu dem Thema schreibt, und ich habe gesagt, okay Gott, ich gehe das Wagnis wirklich ein. Ich gehe in die Schweiz. Ich hatte eine letzte Hoffnung. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es einen Grenzbeamten, der ist so ganz genau, und wenn der meinen Ausweis sieht, dann sagt er, ich kann sie nicht einreisen lassen. Das Problem hat sich, oder dieser Gedanke hat sich relativ schnell in Luft aufgelöst. Der Grenzübergang, den wir genutzt hatten, ist vergleichbar wie wenn man von Braunau nach Simbach fährt. Man merkt eigentlich gar nichts. Als ich in der Schweiz war, wusste ich, da komme ich nicht mehr raus. Ich nehme die Herausforderung an. Wir Menschen neigen dazu, uns vor Dingen auszureden. Ich glaube, wir werden sogar regelrecht kreativ, wenn es darum geht, uns vor Dingen zu drücken, die wir nicht gerne tun wollen. Ich könnte euch jetzt fragen, ob ihr eine Lieblingsausrede habt. Wenn ich an mich selbst denke, ich glaube, es gibt tatsächlich eine. Und ich merke immer wieder in meinem Leben, dass ich an den Punkt komme, wo ich ernst sagen muss, hey, ich rede mich gerade schon wieder nur raus. Aber ihr Lieben, es ist eine Sache, ob wir uns vor irgendeiner Arbeit herausreden wollen. Es ist eine andere Sache, wenn wir Ausreden nutzen, um uns dem Wirken Gottes zu entziehen. Wenn wir spüren, er gibt uns etwas aufs Herz und wir versuchen, Ausreden zu finden, uns davor zu drücken. Ich lade euch ein, dass wir Gottes Wort zur Hand nehmen, und ich möchte heute mit euch mir den kleinsten Propheten im Alten Testament anschauen. Ich möchte heute mit euch den Propheten Haggai lesen. Haggai ist das drittletzte Buch im Alten Testament. Ihr findet ihn noch vor Sacharja und Maleachi. Und in Haggai werden wir uns heute Kapitel 1 näher anschauen. Haggai, Kapitel 1, den Vers nenne ich euch gleich. Bevor wir anfangen, darin zu lesen, möchte ich euch einen kurzen Abriss geben, dass ihr wisst, wie ihr dieses Prophetenbuch einordnen könnt. Haggai ist in der Zeit kurz nach dem babylonischen Exil, also kurz nach Daniel, geschrieben, aber noch vor Nehemia und Esra. Konkret kann man ihn etwa auf die Zeit 520 vor Christus datieren. Ich habe es gesagt, die Juden sind gerade aus dem Exil zurückgekehrt und sie hatten einen ganz konkreten Auftrag von Gott bekommen. Gott hatte ihnen gesagt, sie sollen zurückkehren und sie sollen das Haus des Herrn wieder aufbauen. Und das haben die Juden tatsächlich bis zu einem bestimmten Punkt gemacht, aber dann auf einmal aufgehört. Etwa 15 Jahre hinweg liegt dieser Tempel brach und es wird nicht weiter an ihm gebaut. Und jetzt nach dieser Zeit kommt der Prophet Haggai auf die Bühne und hat ein Wort an die Juden. Und ich lade euch ein, dass wir anfangen, in Haggai 1 zu lesen und dort Vers 2. Haggai 1, Vers 2. Hier steht geschrieben: So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Das heißt, das Volk weiß ganz konkret, dass es eigentlich den Tempel Gottes wieder aufbauen sollte. Aber es findet eine ganz einfache Ausrede. Es sagt schlichtweg, die Zeit ist noch nicht da. Und es mag Begründungen geben, die diese Ausrede auch glaubhaft machen. Und sie können vielseitig sein. Es kann sein, dass die Juden sich damals gedacht haben, dass die Samariter sie beim Bau behindern werden. Oder dass die politische Situation so instabil war in dieser Gegend, dass man sich gedacht hat, es macht gar keinen Sinn, solch ein großes Prestigeprojekt anzufangen. Es mag sein, dass die Wirtschaft schlecht war, dass die Ressourcen so gering waren, dass man sich gefragt hat, womit sollen wir denn dieses große Bauprojekt beginnen? Egal, was für einen Grund sie hatten einen klaren Auftrag Gottes. Was bringen alle diese Gedanken, wenn Gott gesagt hat, baut das Haus wieder auf? Lasst uns ein wenig in Kapitel 1 weiterlesen und uns die weitere Situation näher anschauen. In den Versen 3 und 4 steht Folgendes.
Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Auf einmal macht die Ausrede der Juden nicht mehr so viel Sinn. Denn zwar sagen sie, die Zeit ist nicht da, den Tempel zu bauen, aber anscheinend ist die Zeit sehr wohl da, die eigenen Häuser zu bauen, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Ziele zu verwirklichen. Und der Widerspruch aus Vers 4 könnte an der Stelle nicht größer sein. Wir haben auf der einen Seite getäfelte Häuser und auf der anderen Seite ein verödetes Haus Gottes. Es ist eine Frage der Priorität, für was jemand Zeit hat und für was nicht. Und das war zur Zeit Haggais so und es ist heute ganz genauso. Was erzeugt dieser Vers, wenn ihr ihn lest, für Gedanken in euch? Habt ihr Verständnis mit dieser Situation? Der Tempel Gottes liegt verwüstet da und drumherum stehen die prächtig getäfelten Häuser der Juden. Und das Volk sagt, es ist nicht die Zeit, das Haus des Herrn zu bauen. Wenn ihr mich fragt, es fällt mir sehr schwer, diesen Umstand ernst zu nehmen. Und ich merke, wie Unverständnis in mir auftritt. Wie kann das denn sein? Aber ich muss auch ehrlich mit mir selbst sein, denn in dem Moment, wo dieser Gedanke kommt, dass das irgendwie nicht stimmig ist dort, da frage ich mich, wie sieht es eigentlich bei mir aus? Wie sieht es bei mir in meinem Leben aus? Ist dort, wo Gott sein sollte, alles wunderbar schön getäfelt? Oder liegt alles verödet da und andere Dinge, die weniger wichtig sein sollten, die glänzen und sind prächtig drumherum? Etwas fällt mir in den gelesenen Versen auf. Haggai beginnt in Vers 2 seine Worte mit "Dieses Volk sagt". Und das finde ich interessant. Denn Gott sagt hier nicht "Mein Volk sagt", sondern er sagt "Dieses Volk sagt". Fällt euch an der Stelle dieser Unterschied auf? Ich kann sagen "dieser Mann" oder "mein Mann". Ich kann sagen "dieses Kind" oder "mein Kind". Dieser Bruder oder mein Bruder, dieses Auto oder mein Auto. Die Formulierung Haggais in Vers 2 erzeugt eine Distanz. Gott könnte an dieser Stelle theoretisch jedes Volk meinen. Er spricht nicht mehr explizit von seinem Volk Israel. Und in der Wortwahl Haggais wird deutlich, dass sich Gott an dieser Stelle nicht mit den Juden identifiziert. Das Fehlverhalten der Juden hat eine Auswirkung auf die Beziehung zu ihrem Gott. Es führt zu einer Trennung zwischen Menschen und zwischen Gott. Es hat aber noch eine weitere Auswirkung und die wird uns im weiteren Verlauf von Haggai deutlich. Denn in den nächsten Versen weist Gott auf einen Umstand hin, den das Volk in all seinem Tun gar nicht wahrgenommen hat. In Vers 5 kommt ein Appell von Haggai. In Vers 5 heißt es, und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Der Prophet fordert das Volk auf, sein Herz auf seine Wege zu richten. Mit anderen Worten, es soll innehalten und darüber nachdenken, wo es gerade in seinem Leben steht. Und dass das keine beiläufige Aufforderung ist, wird deutlich, dass zwei Verse später in Vers 7 noch einmal genau die gleiche Formulierung steht. Wieder heißt es, richtet euer Herz auf eure Wege. Gott möchte, dass das Volk innehält, um etwas zu erkennen, was es bisher noch gar nicht wahrgenommen hat. In Vers 6 heißt es, ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Was Gott hier durch Haggai sagt, ist, ihr habt zwar viel ausgesät, aber von all eurer Mühe bringt ihr nur wenig heim. Ihr esst zwar und ihr trinkt, aber es löscht nicht euren Durst oder euren Hunger. Die Kleidung, die ihr habt, ist zwar schön, aber sie wärmt euch nicht. Und alles, was ihr an Geld verdient, mag vielleicht viel sein, aber es geht viel zu schnell verloren, als dass ihr irgendetwas damit machen könnt.
Das Interessante ist, dass genau diesen Umstand das Volk selbst aber nicht mehr wahrnimmt. Es ist sich der Konsequenz gar nicht bewusst. Es braucht Haggai, der das Volk darauf aufmerksam macht. Das heißt, das fortwährende Kümmern um die eigenen Bedürfnisse hat sie blind gemacht, ihre wirkliche Situation, der Gefahr, der sie ausgesetzt waren, zu erkennen. Und in Vers 9 bis 11 wird Gott sogar noch etwas deutlicher. Ab Vers 9 heißt es: Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das? Spricht der Herr, der Herrscharen. Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. An dieser Stelle identifiziert sich Gott selbst als der Urheber des geringen Segens. Er selbst sorgt dafür, dass das Volk wenig zu essen, wenig zu trinken und wenig Kleidung bekommt. Er schickt die Dürren, damit das Volk sich wieder umkehrt. Und weshalb das alles? Vers 9, wir haben es gelesen: Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Der Segen ist für das Volk gering. Und Gott sagt deutlich, dass der Grund in der falschen Priorität des Volkes liegt. Und es geht an dieser Stelle nicht um eine einmalige falsche Entscheidung, sondern es geht um ein kontinuierliches Verhalten, das nicht richtig ist. Das Volk arbeitet nicht ein bisschen an seinen Häusern. Der Ausdruck, während ihr lauft, macht deutlich, dass es hier um eine Intensität geht. Um etwas, was man permanent fortführt, wo man viel rein investiert. Was bedeutet, dass man mit dem Herzen dranhängt, dass man besorgt ist. Aber der Wille Gottes wird außer Acht gelassen. Und das ist etwas, was Gott an dieser Stelle nicht mehr segnen möchte. Für was laufen wir Tag für Tag? Halten wir inne, um zu reflektieren, wo wir in unserem Leben stehen? Kann es vielleicht sein, dass du oder ich auch auf einen Weg geraten sind, der Gott missfällt und wir es vielleicht gar nicht gemerkt haben, dass wir den guten Weg verlassen haben? Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Einschub machen, der mir sehr wichtig ist. Denn das, was wir hier jetzt gerade gelesen haben, ist etwas sehr Typisches für das Denken der Hebräer in der damaligen Zeit. Was hier steht, ist nicht unbedingt 1:1 auf uns heute übertragbar. Denn was wir lesen, bedeutet in etwa so viel: So wie du handelst, so wird es dir auch ergehen. Bist du Gott treu, dann wird er dich segnen, dann wird es dir gut gehen. Bist du Gott aber untreu, dann wird er dich nicht segnen können. Kurz, es handelt sich an dieser Stelle, man nennt es einen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Das, was ich tue, hat Auswirkungen darauf, wie es mir am Ende geht. Das ist ein biblisches Prinzip und das finden wir an verschiedenen Stellen und das ist auch grundsätzlich richtig. Aber es wäre falsch, wenn wir dieses Denken ausschließlich auf uns heute anwenden. Denn dann müsste das heißen, wenn ich schwer krank werde, wenn ich meine Arbeit verliere oder mir sonst etwas Negatives passiert, dann ist das immer die Konsequenz daraus, dass ich Gott enttäuscht habe. Es mag durchaus sein, dass Gott auch dieses Mittel nutzt, um uns auf etwas aufmerksam zu machen, was nicht gut in unserem Leben funktioniert. Es ist aber nicht immer so. Und ich will an dieser Stelle zwei Beispiele aus der Bibel nennen, die uns einfach zeigen, es gibt auch eine andere Art zu denken. Die erste betrifft Hiob. Uns ist die Geschichte, denke ich, gut bekannt. Über Hiob heißt es, er ist rechtschaffen, er ist redlich, er ist gottesfürchtig und er mied das Böse. Und trotzdem heißt es, dass er bis auf seine Frau seine ganze Familie verliert, dass er all seinen Besitz, sein Vermögen verliert, dass er schwer krank wird. Würden wir im Tun-Ergehen-Zusammenhang denken, müsste man sagen, Hiob hat schwer gesündigt. Aber die Bibel sagt, Hiob war rechtschaffen, er war ohne Sünde. Und ein zweiter Aspekt, den wir im Neuen Testament lesen können,
im Johannesevangelium. Dort wird uns berichtet, dass Jesus mit seinen Jüngern an einem blinden Mann vorübergehen. Und die Jünger fragen Jesus daraufhin, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde. Ganz typisch, tun, ergehen. Aber spannend ist, dass Jesus dieses Denken hier nicht unterstreicht, sondern dass er an dieser Stelle sagt, dass es eben nicht so ist. Er widerspricht diesem Denkansatz. Und er stellt klar, dass die Krankheit vielmehr zur Offenbarung der Werke Gottes dient. Es ist ein klares Statement gegen diese damals so weit verbreitete Denkart. Das heißt, wenn mir Leid im Leben widerfährt, dann kann ich es nicht einfach auf ein vermutlich falsches Verhalten meinerseits zurückführen. Es kann sein, aber es muss nicht so sein. Aber was wir tun sollten in solch einer Situation, ist dem Ratschlag Haggais folgen. Richtet euer Herz auf eure Wege. Das heißt, innezuhalten, zu reflektieren, zu schauen, wo stehe ich gerade in meinem Leben? Wie sieht es mit meinem Herzen aus? Ist mein Herz in Einklang mit Gott? Stehe ich in einer intakten Beziehung? Oder gibt es vielleicht tatsächlich etwas, was Gott mir jetzt deutlich macht, was zwischen ihm und mir steht und wo er mich bittet, es zu ändern? Wenn dem nicht so ist, dann kann es auch sein, dass Satan, wie im Falle von Hiob, versucht, uns zu versuchen. Dass unsere intakte Beziehung, unsere Beziehung mit Gott rein ist, aber Satan versucht, dort hineinzufahren. Wir sollten weder das eine noch das andere vorschnell ausschließen, sondern im Gebet, im Bibelstudium, bei Gott Zuflucht suchen und eine Antwort bei ihm finden und uns von ihm tragen lassen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Haggai prangert an, dass die Israeliten falsche Prioritäten setzen. Und er ruft durch Gott durch Haggai zu einer Änderung auf. Gott zeigt, wie dieser Zustand behoben werden kann. Statt ständig für das eigene Haus zu laufen, sollen sie für Gottes Haus laufen. In Vers 8 heißt es ganz einfach: Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Das heißt, lauft nicht ständig für euer eigenes Haus, ändert eure Prioritäten, tut endlich das, was ihr seit Jahren wisst, dass ihr tun sollt. Gott fordert nicht nur eine Änderung im Leben der Israeliten, sondern im selben Satz gibt er auch die Zusicherung, dass solch eine Änderung seinen Gefallen bewirken wird, dass er sich verherrlichen möchte. Das heißt, Gott lässt das Volk nicht einfach warten, nachdem es sich geändert hat, ob sich dann in ihrem Leben etwas verändert, sondern er gibt mit dem Appell auch die Hoffnung, dass sich in ihrem Leben etwas ändern wird, wenn sie der Stimme Gottes nachgehen. Gott fordert eine Änderung und er sagt zugleich, dass diese Änderung im Leben der Juden Gottes Wohlgefallen bewirken wird. Wo gibt es einen Punkt in deinem oder in meinem Leben, in dem Gott uns bittet, etwas zu verändern? Und vielleicht tut er das schon über eine ganz lange Zeit hinweg. Wo hören wir seine Stimme und sind vielleicht doch so gut geübt mittlerweile darin, diese Stimme einfach zu ignorieren und zur Seite zu schieben? Auch heute spricht Gott zu uns. Damals hatte Haggai gebraucht. Er war die Stimme Gottes. Und heute ist Gottes Stimme immer noch wahrnehmbar. Sei es in seinem Wort, sei es, wenn wir mit ihm in der Interaktion im Gebet sind, sei es durch unser Gewissen, durch Menschen, die von Gott geleitet werden. Gott nutzt viele Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten. Aber meine Frage ist, was tun wir, wenn wir merken, dass Gott uns etwas zeigt? Was tue ich, wenn ich erkenne, die Art, wie ich vielleicht gerade meine Freizeit fülle, die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, die Dinge, die mir lieb geworden sind, da sagt Gott, hey, das ist eigentlich schädlich für dich. Bin ich bereit, es loszulassen oder ist die Liebe zu diesen Dingen doch so groß, dass ich lieber daran festhalten möchte? Vielleicht ist der ein oder andere von euch noch am Anfang von seinem Glaubensweg und er bekommt Bibelstunden und er hat schon lange erkannt, dass Christus der Herr ist. Aber dieser letzte Schritt, endlich in der Taufe zu bekennen, ist öffentlich deutlich zu machen,
der wird doch immer wieder nach draußen geschoben. Vielleicht, weil man den Mut nicht hat, vielleicht auch, weil man einfach nicht diese letzte Konsequenz eingehen möchte und diese Entscheidung treffen will. Vielleicht ist der ein oder andere in einer Beziehung, ich spreche an der Stelle nicht von einer Ehe, ich spreche von einer Freundschaft, und der Freund oder die Freundin, so lieb man ihn hat, bringt einen doch eigentlich immer weiter weg von Gott, als dass er oder sie uns zu ihm führen. Vielleicht hast du dich mit jemandem gestritten und du hast doch gar nicht den Streit angefangen. Aber auf einmal kommt dieser Gedanke in deinen Kopf, du solltest jetzt der Erste sein und dem Gegenüber die Hand reichen, dich entschuldigen. Und du denkst dir, das will ich nicht, weil ich habe damit nicht angefangen und ich möchte auch nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich damit angefangen habe. Der andere soll als Erstes kommen. Und ein letzter Gedanke, was tun wir, wenn Gott uns morgens ruft? Wenn er Zeit mit uns haben möchte. Sind wir dann geneigt, es in den Tag zu schieben und zu sagen, heute Morgen habe ich keine Zeit, ich mache es heute Mittag. Und am Mittag habe ich vielleicht wieder keine Zeit, ich mache es am Abend. Und der Abend ist eigentlich die Zeit, wo ich entspannen will. Und es gibt so viele andere Sachen, die mir wichtiger sind. Und vielleicht liest man dann doch noch ein bisschen im Wort Gottes, um das schlechte Gewissen zur Ruhe zu bringen. Ich könnte noch viel mehr Beispiele nennen an der Stelle. Ich habe mir einen Gedanken, ein Gedanke kam mir, wie ich mit solchen Entscheidungen umgehen kann. Wir können uns fragen, welchen Ewigkeitswert diese Entscheidung mit sich bringt. Wenn ich jetzt etwas in meinem Leben ändere, bringt das mich näher zu Gott oder bringt es mich vielleicht sogar weiter weg? Ich glaube, das kann eine gute Hilfe sein, wenn wir vor großen Entscheidungen stehen. Ich möchte euch an dieser Stelle von einer Begebenheit erzählen, die schon 5 Jahre zurückliegt. Aber sie passt sehr gut an dieser Stelle. Ich habe damals noch nicht Theologie studiert. Ich habe ein anderes Studium gemacht und das habe ich sehr gerne gemacht. Und da habe ich mich sehr wohl drin gefühlt. Und ich erinnere mich an eine Zeit. Es war während dem Semester, es war sehr intensiv. Es war viel zu arbeiten, es waren viele Vorlesungen, viel zu lernen. Und ich hatte nur wenig freie Zeit für mich selbst. Und diese wenige freie Zeit am Abend wollte ich immer bestmöglich nutzen. Bei mir sah das damals so aus, ich bin in die Küche gegangen, ich habe mir was Gutes zu essen gemacht, dann habe ich mir mein Essen genommen, bin in mein Zimmer gegangen und ich hatte eine DVD-Serie, eine Sitcom, eine Fernsehsendung, die habe ich geliebt. Und da habe ich nicht nur ein bisschen geguckt, da habe ich dann 2-3 Stunden an dem Abend immer geguckt. Und für mich war das schön, ich habe alles drumherum vergessen, ich habe mich frei gefühlt. Aber die Zeit mit Gott habe ich ignoriert. Ich habe mir gedacht, das Gebet, das Bibelstudium, das kann mir nicht das geben, was jetzt diese lustige Unterhaltung mir bieten kann. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie Stück für Stück ich weiter weg von Gott gegangen bin. Ich will es kurz machen. Es gab einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin an einem Tiefpunkt angekommen. Und ich habe gemerkt, ich muss was ändern. Und ich habe gemerkt, Gott drängt mich dazu zu sagen, triff eine Entscheidung und mach etwas anders. Und er hat mir die Möglichkeit gegeben. Mein Semester war zu Ende und das nächste Semester sollte ein Praxissemester sein. Praxissemester bedeutet, ein Semester lang in einem Unternehmen arbeiten und praktische Erfahrungen sammeln. Ich habe damals in Mainz gewohnt. Mein Praxissemester, mein Praktikum habe ich aber in Stuttgart gemacht. Das heißt, ich musste von zu Hause ausziehen. Ich habe eine Gemeinde dort, die ich sehr gern habe. Und diese Gemeinde hatte ein großes Haus und eine ganze Etage für die Jugend. Das war wie eine eigene Wohnung. Und sie haben mir gesagt, du kannst in diese Etage einziehen. Für dieses halbe Jahr ist das deine Wohnung. Ich wusste, dass es in dieser Wohnung kein Internet gibt und kein Fernsehen. Zu der Zeit damals hatte ich auch noch kein Smartphone. Ich hatte ein altes Handy, mit dem konnte ich mit etwas Mühe noch meine E-Mails abrufen. Und ich habe gesehen, wenn ich etwas ändern will, dann habe ich hier die Möglichkeit. Ich habe meine DVDs zu Hause gelassen, ich bin hingegangen und ich habe gesagt, Gott, in dieser Zeit möchte ich meine Beziehung mit dir wieder aufbauen. Ich will die Zeit nutzen, um in der Bibel zu studieren. Und wenn ich mal nicht in der Bibel studieren will, dann werde ich mir Bücher durchlesen über Missionare, über christliche Erfahrungen. Und ich möchte mir Predigten anhören. Ich glaube, es war 2 Wochen, als ich da war. Da kam der Gemeindeleiter zu mir und hat gesagt, Sebastian, ich weiß, du hast oben kein Internet und kein Fernsehen, aber mach dir keinen Kopf,
ich kümmere mich drum, in ein paar Tagen hast du die Anschlüsse liegen. Ich wusste in dem Moment, ich muss mich entscheiden. Ich habe gesagt, es ist lieb von dir. Gib mir das halbe Jahr. Ich brauche es nicht. Und er hat es stehen lassen. Ihr Lieben, ich würde heute nicht vor euch stehen, wenn ich damals diese Entscheidung nicht getroffen habe. In diesem einen halben Jahr habe ich so deutlich gemerkt, dass Gott etwas in meinem Leben ändern möchte. Und ich habe in diesem halben Jahr so deutlich gemerkt, dass Gott möchte, dass ich Prediger werden soll, dass ich in dieser Zeit meine bisherigen Pläne komplett geändert habe. Und ich gesagt habe, okay Gott, ich gehe einen anderen Weg. Ich weiß nicht, wo ich heute stehen würde, wenn ich damals nicht auf die Stimme Gottes gehört hätte. Warum möchte Gott, dass wir im Leben Entscheidungen treffen? Warum will er, dass wir uns manches Mal ändern und gerade dann Entscheidungen treffen, wenn es uns schwerfällt? Ist das etwas, wo Gott Freude dran hat, um uns das Leben unnötig schwer zu machen? Das ist es nicht. Gott geht es um unser Wohlbefinden und nicht nur um das irdische Wohlbefinden. Gott geht es darum, dass jeder Einzelne von uns eines Tages bei ihm sein kann, dass jeder Einzelne von uns erlöst werden kann. Ich glaube, dass der Tempel für Gott weniger wichtig war als für die Juden, als er durch Hagar gesprochen hatte. Versteht mich nicht falsch, der Tempel war wichtiger als ein Ort, an dem Gott angebetet werden möchte. Aber ich glaube, dass Gott auch gewusst hat, dass dieser Tempel etwas im Herzen der Juden verändern wird. Denn was ist, wenn überall die schönen Häuser stehen, aber mittendrin dieser große Tempel? Die Juden werden viel mehr daran erinnert, dass sie einen Gott haben. Ein Gott, der sie erlöst hat, der ihnen all das gegeben hat. Diese Änderung hätte etwas mit ihren Herzen verändert. Gott wollte nur ihr Bestes und genauso will er heute nur unser Bestes. Er möchte unsere Erlösung. Aber manches Mal muss ich mich fragen, wie sehr möchte ich eigentlich meine Erlösung? Ich habe euch am Anfang erzählt, dass ich lange gerungen habe, in die Schweiz zu gehen. Und ich habe es gemacht. Es waren nur einige Wochen, aber wenn ich heute zurückschaue, dann kann ich eins sagen, es war eine sehr wertvolle Zeit. Eine Zeit, in der ich Gottes Segen in einer Form erfahren durfte, wie ich ihn vorher noch gar nicht gekannt habe. Wo ich an Herausforderungen gewachsen bin, an die ich mich wahrscheinlich nie sonst dran getraut hätte. Ich zehre heute noch von Momenten mit Menschen, Gespräche, wo ich Zeugnis geben durfte, wo mir andere Menschen Zeugnis gegeben haben, das bis heute mein Leben bereichert. Ich habe mich lange davor gewunden, aber ich habe gemerkt, Gott wollte eigentlich nur mein Bestes. Nur ihr wisst, was Gott euch heute auf euer Herz legt. Wo er euch vielleicht schon länger Dinge aufzeigt, die er gerne geändert haben möchte. Sind wir ehrlich zu uns selbst an dieser Stelle und hören auf Gottes Stimme? Oder gehen wir weiter voran, kreativ, lassen uns Ausreden einfallen und ignorieren die Stimme Gottes? Paulus schreibt im Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Ich kann nicht in eure Herzen hineinschauen und das will ich auch nicht, es steht mir auch nicht zu. Das Einzige, was ich tun kann, ist in mein eigenes Herz zu schauen und zu schauen, wie es dort aussieht. Jeder von uns steht an einem anderen Punkt, aber jeden von uns möchte Gott leiten, weil Gott jeden Einzelnen von uns bei sich haben möchte. Wenn Gott dir heute und jetzt wieder etwas vor Augen ruft, von dem er wünscht, dass du es änderst, so wünsche ich dir den Mut, den Willen und die Kraft, diesem Drängen nachzugehen. Ignoriere die Stimme Gottes nicht. Noch einmal betone ich, Gott gibt uns nicht etwas, was wir ändern sollen, um uns das Leben unnötig schwer zu machen, sondern er zeigt uns Dinge, mit denen wir unser Leben näher zu ihm bringen können. Vertrauen wir ihm, dass sein Appell dazu dient, das Ende zu erreichen. Ein Ende, das wir heute noch nicht kennen. Das er aber kennt. Ein Ende, das für uns der Anfang von einem viel besseren Leben ist. Vielleicht bist du an dem Punkt und sagst, ich schaffe es gar nicht allein. Dann will ich dir den Mut machen, nimm dir einen Menschen, von dem du weißt, dem kannst du vertrauen.
und arbeite mit ihm gemeinsam. In Vers 8 hat Gott bereits gesagt, dass er an der Neuausrichtung des Volkes Gottes gefallen haben wird und sich verherrlichen wird. In Vers 13 geht er noch einen Schritt weiter. Das Volk hat sich mittlerweile entschieden und es hört auf den Propheten, es hört auf den Auftrag Gottes und Gott reagiert darauf. In Vers 13 heißt es, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Das Volk, das anfangs noch dieses Volk genannt wird, bekommt die Zusage, ich bin mit euch. Gott identifiziert sich wieder mit seinem Volk. Und noch ein Gedanke in Vers 14. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Restes des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscharen ihres Gottes machten. Wie schön! Gott erweckt den Geist von den Führern und von dem Volk. Es ist nicht das erste Mal gewesen. In Esra 1 können wir lesen, dass genau diese Personen bereits schon einmal den Geist von Gott erweckt bekommen haben. Das heißt, das hier ist nicht etwas, wo Gott das erste Mal den Geist erweckt, es ist ein zweites Mal. Das heißt, Gott gibt dem Volk eine zweite Chance. Eine zweite Chance, die notwendig war, weil das Volk den Willen Gottes nicht getan hat, weil es sich von Gott abgewendet hat. Und damit möchte ich schließen, denn das zeigt mir etwas sehr Wertvolles. Unser Gott ist ein gnädiger Gott, ein geduldiger Gott, ein Gott, der uns immer wieder die Hand reicht. Lasst uns darauf vertrauen und dem Wirken Gottes in unserem Herzen Raum geben. Was ist deine Antwort, wenn du Gott heute vernimmst? Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.